Ich gebe euch Deckung. Wie kann ich euch dienen, Tane? Ihr geht vor, ich folge. Thank you.
immer noch da. Ich stehe zu eurer Verfügung. Geht ihr voran. Riecht ihr diese Frische für einen großzügigen Reisenden? Aber natürlich. Was würdet ihr denn gerne hören? Danach fragen nur Leute vom wahren Kaiservolk. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit.
Ich tue, was nötig. Werft einen Blick darauf. Euch nur nicht zum Feind. Was? Ist es ab? Ich habe gehört, dass ihre... Im Moment bin ich ein wenig beschäftigt. Waren sie großartig? Ach, na, das sollten sie nicht. Aber Cesargo ist froh, euch hier heil und nicht in kleinen Stücken zu sehen. Ihr habt euch bemüht und seid ein guter Freund. Cesargo wird das nicht vergessen. Ihr habt schon jemanden, der euch begleitet. Gut zu sehen, dass ihr insgesamt immer noch so gute Menschen seid. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Ich war noch nie so bereit wie den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht, ist das klar? Nun sieh einer an, und er scheint auch noch unversehrt zu sein. Danke, ich werde die Bücher durchsehen. Und Mirabelle Bescheid geben, wenn ich etwas Interessantes finde.
Die Nacht der Tränen, was? Ich erinnere mich. Na, das ist ja interessant. Habt ihr es gelesen? Wenn ich mich recht entsinne, dürfte das interessante Auswirkungen haben. Ihr solltet es Tolf dir gegenüber erwähnen. Und hier, ihr habt ihr euch redlich verdient. Kämpft wacker. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung gekommen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden. Wisst ihr, es heißt, dass ich arbeite an einem sehr wichtigen Forschungsprojekt. Das kann ich euch sagen. Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit verfolgen nachgehen kann. Die Akademie wird für euch da sein, was auch geschieht. Ach, hat er das? Hat er irgendwelche Informationen zu unserer wundervollen Entdeckung? Ist es das über einen Gegenstand, der unterhalb von Saartal vergraben wurde? Etwas, um das sich Menschen und Meer gestritten haben? Ich muss es noch einmal lesen. Ich erinnere mich nicht mehr an die Einzelheiten. Ich kann mich einfach nicht davon losreißen. Was es auch sein mag, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Wenn ich noch einen Moment damit verbringen dürfte, könnte ich vielleicht noch einige Beobachtungen machen. Ihr habt sicher bereits die Zeichen bemerkt. Sie sind ganz anders als alles, was wir zuvor gesehen haben. Eileiden, Bremer, Schneider. Nicht einmal. Ich war noch nie so bereit wie jetzt. Interessant. Nun, ich bin nicht sicher, dass ihr ganz so darauf eingegangen seid wie ich mit meiner jahrelangen Erfahrung. Aber könnt ihr das spüren? Dieses fantastische Objekt strahlt förmlich Magika aus. Und doch ist es anders als alles, was ich je zuvor gespürt habe. Erzmagier Aaron ist bereits in die Arbeit. Und so werden wir hoffentlich bald mehr wissen. Ich stehe nur ungern, aber ich muss sofort mit euren Kollegen sprechen. Das ist sehr ungebührlich. Wir führen. Je ernsthafte Forschungsarbeiten durch. Ja, die Wichtigkeit ist mir bewusst. Hierbei handelt es sich aber um eine Sache, die nicht warten kann. Nun, ich bin sicher, ich bin noch niemals auf diese Weise unterbrochen worden. Was für eine Dreistigkeit. Wir setzen dies wohl lieber später fort, wenn wir Unterbrechungen vermeiden können. Ihr müsst sofort mit mir kommen. Gehen wir. Wirklich? Dann lasst mich die Situation erläutern. Ich würde gerne wissen, warum jemand hier in der Akademie behauptet, Mitglied des Sidjik-Ordens zu sein. Aber was noch wichtiger ist, ich würde gerne wissen, warum er konkret nach euch fragt. Wir werden also ein wenig mit ihm plaudern und herausfinden, was genau er will. Ich werde die Fragen stellen. Ihr müsst nur wissen, dass der Sidjik-Orden eine abtrünnige Organisation ist, die sich selbst über dem Gesetz wähnt. Sie lagen bereits im Konflikt mit dem Altmeri-Bund und ich möchte nicht, dass das hier ebenfalls geschieht. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Es gibt
einige Experimente, die die Akademie nicht mehr mit ihnen befasst. Bist du, wenn sie davon wird? Ihr werdet mit diesem Mönch reden und herausbekommen, warum er hier ist. Danach werden wir ihn vom Akademiegelände entfernen.